Als ich an die Schule gekommen bin, hat meine Mutter immer gesagt, ich soll mich freuen, dass ich an so einer schönen Schule bin. Aber ich fand die Schule nicht schön. Ich fand sie hässlich. Ich fand auch die Lehrer blöd, meine Mitschüler und Duisburg sowieso. Heute denke ich, dass ich auf der schönsten Schule überhaupt bin und dass Duisburg eine schöne Stadt ist. Nicht, dass es hier wirklich schön ist, aber es ist meine Heimat und ich fühle mich wohl hier. Hier leben meine Freunde und wir unternehmen viel zusammen. Mein Name ist Manal Jafoui, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Marokko. Also mein Name ist Ramiz, 17 Jahre alt und lebe seit 17 Jahren in Duisburg, bin hier geboren. Hallo, ich bin der Cesar Turak, ich bin 17 Jahre alt, ich wohne hier in Homberg. Ja, hallo, ich bin der Yunus Emre Kelekli. Ich bin Yalen Akbaba, ich bin 15 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Türkei. Mein Name ist Banu, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Trabzon. Assalamu alaikum, ich bin's Mohamed, bin 17 Jahre und komme aus Irak. Mein Name ist Marvin Kellong, bin 16 Jahre alt, komme ursprünglich aus Belgien. Ich bin Willi, ich bin 17 Jahre alt und meine Eltern kommen aus Kasachstan. Ich bin Melissa und bin 16 Jahre alt und komme aus Zonguldak. Also, mein Name ist Rema Kwe, also mein ganzer Name ist Rema Ni Yawerno Kwe. Ich komme aus Ghana und ich bin 17 Jahre alt. Mein Name ist Mana Jafui. Wir chillen hier im Ittelsheimer See. Wir treffen uns gerne hier mit unserer Gang und mit unseren Freunden. Warum denn gerade hier? Hier ist eine schöne Atmosphäre. Wie wir sehen, ist hier viel Wasser und das Wetter ist gut. Hier kann uns keiner stören. Wir sind hier ruhig, gechillt und ja, wir können das hier einfach genießen. Diese Umgebung ist einfach herrlich. Ja, wir sind auch öfters hier mit Freunden und ja, hier ist halt ruhig und viele Jugendliche sind hier, dass wir dann halt zu Hause genug haben und dann sind wir von den Eltern weg und ja, dann sind wir hier und können uns sozusagen abreagieren und mit den Freunden halt chillen. Also, wir sind gerne hier, aber andererseits gibt es auch nirgendwo anderes, wo wir chillen können und abhängen können. Deswegen bleibt uns keine andere Wahl, als hier zu chillen und zu genießen. Natürlich gibt es was anderes. Zum Beispiel spielen wir ab und zu mal auf dem Bolzplatz Fußball. Aber das Problem ist, der Bolzplatz ist aus Asche. Und da passieren ja häufig dann Verletzungen. Meistens grillen wir oder ab und zu bringt auch jemand einen Ball mit, dann spielen wir gegeneinander Fußball und machen es einfach gemütlich. Ja, was anderes gibt es ja leider nicht. Also wäre schon besser, wenn es mehr Sachen geben würde, wo man sich halt mit Gruppen treffen könnte. Also ich würde hier in Homberg ein neues Schwimmbad eröffnen, weil die andere, hier gibt es nur Kombibad und das ist schon sehr alt. Was ich an Duisburg ändern würde, wäre, dass wir mehr Sachen hätten anstatt Schwimmbäder oder so. Jetzt aus der Jugendtreff vielleicht mal Sportarten auszuprobieren, dass Jugendliche da sich anmelden. Ja, irgendwas verändern. Ich würde hier vieles verändern, aber was sollen wir dafür tun? Wir können nichts machen. Der Staat muss die Sachen machen. Ich würde zum Beispiel hier, wie gesagt, einen Kunstrasenplatz machen. Ja, mehr Aktivitäten halt. Im Sommer haben wir Plätze, es ist warm, können uns chillen, aber im Winter können wir kaum was machen, anstatt zu Hause zu sitzen. Mehr öffentliche Orte für Jugendliche. Kein Kino hier, so eine Soccerhalle mal lieber hintun und so. Es gibt kein Schwimmbad hier in der Nähe, außer den Kombibad. Und der hat meistens nur donnerstags offen oder im Sommer. Ja, mehr Freiraum für die Jugendlichen. So, ja, was sie halt so unternehmen könnten. Positives über Duisburg natürlich, es gibt hier viele Aktivitäten, die man machen kann, aber halt es ist einfach zu weit. Klar kann man in Duisburg viel unternehmen. Da gibt es beispielsweise den Innenhafen. Hey Leute, ich bin Benny und wir befinden uns hier gerade am Innenhafen in Duisburg. Auffällig hier ist, dass es viele Gastronomien und architektonische Gebäude gibt. Zu meiner Rechten befindet sich nun das H2 Office, welches wie ein H aufgebaut ist und aus zwei Gebäudeteilen besteht. Dort hinten sind die Five Boats. Beim Bau wurde beabsichtigt, dass 90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicht aufs Wasser haben. Auch wurde beim Bau beabsichtigt, dass die Wände nachts farbig leuchten. Dies ist einmalig in Deutschland. Oder auch den Landschaftspark. Hey Leute, ich bin die Katharina und wir sind heute im Landschaftspark. Während
andere Leute in Hallen klettern gehen, könnte man zum Landschaftspark Nord kommen und hier unter freiem Himmel klettern. Außerdem finden hier Firmen- und Kulturveranstaltungen statt. Sogar am Wochenende ist der Landschaftspark beleuchtet. Aber sind wir mal ehrlich, vor den Dreharbeiten war keiner von uns jemals hier. Ist ja auch kein Wunder, wenn man von Homberg dorthin knapp eine Stunde mit öffentlichem Verkehr unterwegs ist. Ich merke, dass hier in Duisburg oder Deutschland Familienzusammenhalt nicht mehr so wichtig ist, wie zum Beispiel in meinem Land aus Ghana. Weil wenn man zusammenhaltet und so, dann hat man viel Erfolg im Leben und ja, erreicht mehr und nichts wird einem mangeln. Merkt man auch, dass man hier nicht so willkommen ist von den Deutschen. Die sehen hier jeden Ausländer als Dieb, als Krimineller. Aber wir sind halt ganz nett, finde ich. Ich bin Iraker zum Beispiel, das ein Belgier. Wir sind eine gemischte Gruppe zum Beispiel. Ist hier auch ein Deutscher dabei und eine Marokkanerin und noch zwei Türken. Und ich finde, man kann halt einfach zusammen rausgehen, es ist kein Problem. Traurigerweise auch 12-Jährige und 14-Jährige, die sich mit Drogen umfangen, also Alkohol rauchen und so. Und ich denke, wenn wir zum Beispiel viele Aktivitätsplätze hätten oder so Jugendtreffen, werden die Jugendlichen alle weg von der Straße kommen und also mehr aus dem Leben machen, als nur Alkohol zu trinken und am Ende nichts zu erreichen. Duisburg ist eigentlich eine sehr schöne Stadt, nur wir leben hier halt in Homberg. Homberg ist auch sehr schön, aber nur es ist halt hier etwas krimineller, so gesagt. Kriminell, klar. Oder zumindest wollen die Medien uns das einreden. Das ist der Rote Weg. Der Rote Weg ist durch die Medien in Verrufung geraten. Man sagt zum Beispiel, dass man hier abgestochen wird oder sogar ausgeraubt wird. Komm, wir probieren es mal aus. Ich muss euch enttäuschen, tut mir leid, ich wurde weder ausgeraubt noch abgestochen. Ja, hallo, Mohammed, lebst du noch? Du wurdest nicht abgestochen? Ah, oh, jetzt geht's schon weiter, ich muss auflegen. Ciao, ciao. So, hallo Leute, wir befinden uns jetzt hier in Homberg auf der Augustastraße 36 und bei der besten, weltbesten Dönerladen auf der ganzen Welt, dem Augusta Grill. Lass uns reingehen. Also wir sind jetzt hier drin bei der Augusta Grill. Der Besitzer steht gerade neben mir und wir werden uns jetzt ein bisschen über den Laden informieren. Und ja. Also, wie lange gibt es diesen Laden schon? Ja, den Laden gibt es schon seit 1995. Ich wollte eigentlich nur nebenbei arbeiten als Taxifahrer, aber ich bin so reingeritten. Jetzt habe den Laden übernommen und jetzt haben wir ein bisschen daraus was Größeres gemacht. Ja, hört sich ganz gut an. Ja. Wir sind alle der Meinung, dass Sie den besten Dönerladen hier haben. Was sind denn die Besonderheiten an diesem Laden? Ja, wir legen sehr viel Wert auf die Hygiene, Qualität und Frischheit. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche noch einen schönen Dankeschön. Tag. Also ist es hier vielleicht doch gar nicht so schlimm? Ich wohne schon länger in Homberg, Hoheide. Und also mir gefällt das eigentlich hier, weil wir alle hier zusammenhalten und ja, hier auch ein paar schöne Plätze gibt. Natürlich nicht so viele, aber hier kann man sich auch aufhalten. Fußballvereine gibt es genug. Aber wie mehr ich nachdenke, desto mehr merke ich, dass Duisburg eigentlich eine tolle Stadt ist und man eigentlich alles hat, was man braucht für den Sommer und auch fürs Winter. Nee, natürlich fühle ich mich hier wohl. Ich wohne ja auch schon länger, wie gerade gesagt. Und ja, das ist so wie meine zweite Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin. Und in Türkei gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten wie zum Beispiel hier. Deswegen würde ich hier bleiben. Es ist ja Deutschland meine Heimat und es ist eigentlich auch gut so, man hat hier viele Möglichkeiten, Schule, man kann Schule machen, sich weiterbilden, verschiedene Berufe ausüben. Man hat sehr viele Chancen in Duisburg. Wo meine wirkliche Heimat ist, kann ich euch nicht ganz genau sagen, denn wenn ich hier bin, vermisse ich die Türkei, wenn ich dort bin, vermisse ich Deutschland. Meine Wurzeln kommen aus Türkei, aber halt, ich bin hier aufgewachsen, denn deswegen ist auch Deutschland ein Teil meiner Heimat. Ich bin gerne hier. Würdet ihr gerne hier wohnen bleiben
Und eure Kinder später großziehen oder wie sieht's aus? Ich lebe gerne hier, aber ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern hier also groß sein werden will. Ja, hier ist eigentlich meine ganz richtige Heimat. Ich möchte lieber hier bleiben, weil ich bin ja hier groß geworden und würde auch hier bleiben. Ja. Ja, also ich fühle mich schon wohl hier in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier weg will. Also ich fühle mich hier nicht schlecht oder so. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Meine ganzen Freunde sind hier. Ja, und das ist ja auch meine Heimat und will ja auch gar nicht weg. Also ich bin zwar in Deutschland geboren worden, aber ich fühle mich in Marokko wohler, weil ich da halt unter meiner Familie bin. Ich liebe meine Familie, ich liebe Ghana, ich liebe Deutschland. Ja, wie soll ich das sagen? Hier ist meine Heimat. Maasalama. Güle güle uşağım. İyi günler. Görüşürüz. Güle güle kanka. Görüşürüz kanka. Kadi kamen. Ciao. Ugla. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nur mal keine Einstieg. Das war die Erich Kästner, Klasse 10e.